Ehepaar Lukacevic zahlte 56.000 Euro an ein Bauunternehmen und hat dafür nicht mehr als eine falsch positionierte Bodenplatte bekommen. Da gibt es nur eine Firma in Ungarn, mit der wir den Vertrag haben. Das wird ein Problem. Die Firma könnte man sofort klagen. Nur das bringt nichts. Das kann ich gleich sagen. Die sperrt wahrscheinlich zu, wenn es überhaupt noch gibt. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob die ein Vermögen hat. EU hin oder her, das hilft mir jetzt nicht weiter. Die Firma ist in Ungarn. Ich kann da nicht einfach jetzt zum Firmenbuchgericht gehen und nachfragen, gibt es die Firma noch? Das ist alles grenzüberschreitend, das ist ein Mehraufwand. Dort ist nicht die Amtssprache österreichisch vorherrschend. Das ist das nächste Problem. Wenn ich jetzt eine Klage in Österreich mache und ich hätte ein Urteil, dann muss ich das beglaubigt übersetzen nach Ungarn schicken. Da gibt es dann auch Rechtshilfe ersuchen. Das dauert alles lang, weil auch Gerichtswege in Österreich dauern schon ein bisschen Zeit. Tun müssen wir was, weil verloren habt ihr das Geld schon. Wir können nur schauen, dass wir den direkt angehen. Ob wir den irgendwie klagen können, ob wir den anzeigen können. Ich zahle nicht für eine Bodenplatte über 50.000 Euro oder 56.000, dann steht die noch falsch und ich habe nur eine Bodenplatte. Das kann es nicht sein. Also der Herr wird sicher von mir hören oder lesen. Und auch vom Staatsanwalt. Bitte. Das garantiere ich Ihnen. Den lassen wir so nicht davon kommen. Wenn mir da ein Anwalt nicht hilft oder irgend sowas, habe ich keine Chance. Bin ich komplett am Boden. Also, ich weiß nicht, wie es weiter mit mir geht oder mit mir und meiner Familie. Ich will einfach nur das Geld haben. Ich verlange nicht mehr, nicht weniger. Gib mir das, was am Papier steht, was mir nicht zusteht, was wir uns geeinigt haben. Mehr will ich nicht. Ich will auch einfach nur ein normales Haus wie der normale Mensch, nichts anderes. Für mich stellen sich ja noch weitere Fragen, nämlich, ich habe einen Kredit aufgenommen, den muss ich jetzt bedienen. Da sind zusätzliche Kosten, weil es gibt kein Haus, in dem ich wohnen kann. Die Familie hat jetzt extra sich um eine Wohnung bemühen müssen. Das kostet auch extra Geld, nämlich das ist ein zusätzlicher Aufwand und den muss der Verursacher bezahlen. In ihrer Notwohnung fällt es dem Ehepaar schwer anzukommen. Sie hoffen auf ihr Haus. Dr. Horvath ist gerade gegangen, als der österreichische Ansprechpartner, der inzwischen Firmeninhaber sein soll, bei der Familie anruft. Ich meine, ich kann ja auch keine Bank überfallen oder so. Ich meine. Ja, keine Bank überfallen, aber es hat geheißen 20 Tage am Anfang, oder? Hand aufs Herz, 20 Tage hat es geheißen. Wie geht es jetzt weiter? Wann bekomme ich mein Geld? Du, ich habe in 2 Tagen Termin bei der Bank und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Und sonst, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Der nächste Tiefschlag. Wenn die Firma wirklich in Konkurs geht, sieht das Paar möglicherweise gar nichts mehr von seinem Geld. Momentan stehe ich vor einer Mauer, wo ich keinen Ausweg finde. Anwalt hin, Anwalt her, Firma im Ausland. Du fühlst dich betrogen, beschissen, hintergangen. In einer Raststation in Kärnten wartet Tomislav Lukacevic auf Dr. Christian Horvath. Gemeinsam wollen sie den säumigen Vertragspartner aufsuchen. Der Herr Lukacevic hätte schon längst ein Geld erhalten sollen auf sein Konto. Bis heute ist aber nichts gekommen. Jetzt haben wir uns gedacht, fahren wir dorthin, wo er wohnt und fragen ihn einmal, wo das Problem ist, was er vorhat und wie er gedenkt, das ganze Problem zu lösen. Tomislav Lukacevic hat den Bauvertrag gekündigt. Sein Geld, fast 39.000 Euro, wurde ihm in unzähligen Mails versprochen. 3.500 Euro sind auf dem Weg. Puh, wann, wo? Ich soll mit den idiotischen Mails aufhören. Es ändert eh nichts. Ne, danke schön, Haber. Wie oft muss er mir Sachen erklären, die nicht in meinen Kopf gehen? Na, du bist wirklich so ein falscher Hund. Ich bin ihm zu viel. Ich? Du bist mir schon lang zu viel. Und er schmeißt sich wegen mir in ein finanzielles Loch. Na, das ist der Knackpunkt, aber er antwortet auf keine von meinen Mails. Ich bekomme ein offizielles Schreiben. Hat er schon vor 4 Wochen gesagt.
Und ich muss mit dem Mail-Terror aufhören. Mit seinen Mails und Telefonaten kommt Tomislav Lukaschewitsch nicht weiter. Auf Facebook hat er herausgefunden, dass sein Vertragspartner nach Kärnten gezogen ist. Das persönliche Gespräch ist seine letzte Hoffnung. Grüß Sie. Grüß Gott schön. So. Wie geht's? Ja, es geht. Es geht? Es geht, sagen wir mal so. Schlecht. Schlecht geht's, Mafko. Ja. Es geht schon auf die Gesundheit, psychisch, alles. Ist eine Belastung, gell? Nein, extrem, extrem. Erzähl einmal, hat er sich bei dir wieder gemeldet? Telefoniert haben wir nicht, weil der hat meine Nummer blockiert. Aha. Das Letzte, was wir gekriegt haben, jetzt vor ein paar Tagen, haben wir eine Mail bekommen. Ja. Ich habe ihn quasi angeschrieben, wie schaut's aus, wo bleibt mein Geld? Mhm. Und er sagt, es ist quasi am Werden. Es wurde quasi verschickt. Gut, das heißt, am Konto ist nichts eingelangt, oder? Nein. Er ist quasi in ein finanzielles Loch wegen mir gefallen. Ich habe angefangen. So, er hat das Geld, oder? Ja, das ist ja das Schlimme. Wer hat das finanzielle Loch? Ich. Wie auch immer, wir schauen jetzt zu ihm hin. Vielleicht ist er zu Hause. Wenn er da ist, dann fragen wir, warum er nicht überwiesen hat. Ich hoffe, dass das Ganze endlich ein Ende irgendwann mal in Sicht. Ich erwarte mir jetzt nicht, dass wir Geld bekommen vor Ort. Aber er soll einmal sagen, wie er das lösen will. Dann kriegt er eine Frist von 2 Wochen und dann gibt es eine Klage. Und wir sind beim Staatsanwalt auch noch. Aber das geht auf die Existenz, auf die Gesundheit. Das kann es ja mittlerweile schon. In Ungarn lagern angeblich die Bestandteile des Fertigteilhauses und die Bodenplatte kann man in den richtigen Zustand versetzen. Dr. Horvath will eine friedliche Lösung nicht ausschließen. Wenn wir ein Urteil einmal haben, dann müssen wir exekutieren, dann müssen wir schauen, ob er Vermögen hat, ob wir das Geld irgendwie bekommen. Besser wäre es jedoch, das Haus zu bekommen, auch wenn Tomislav Lukaschewitsch kein Vertrauen mehr hat. In diese Richtung, links hinauf, dieser VW, der weiße. Ja? Ich glaube, das ist sein Auto. Das ist ein Firmenauto. Was habe ich gesagt? Ist das ein Firmenauto? Ist es? Genau, das ist das Haus. Okay. Perfekt. Dr. Horvath und Tomislav Lukaschewitsch wollen vom österreichischen Ansprechpartner und inzwischen Firmeninhaber des Bauunternehmens antworten. Was machen wir mit ihm? Ja, er kriegt das Geld zurück. Ja, den ersten Teil hat er eh schon so bekommen. Mehr kann ich auch nicht machen. Ich meine, es ist ein Bausatz produziert worden. Es ist gearbeitet worden. Ich meine, was soll ich noch alles machen? Jetzt soll ich zigtausend Euro aufnehmen, nur weil er die Nerven verloren hat? Im Vertrag, da waren wir noch voll drinnen. Wir waren nicht zu spät oder sonst irgendwas. Wissen Sie was? Schreiben Sie mir einfach. Er hat 61.000 Euro ja, bezahlt. Ja, und dafür gibt es einen Bausatz und dafür gibt es einen Nachweis. In Ungarn steht er. Er ist ja zurückgetreten, er wollte ja nicht mehr. Wir hätten ja weitergemacht. Da ja, fängt genau. Schon an. Ja, gut, okay, da ist ein Fehler passiert. Aber was soll ich jetzt machen? Das müssen Sie ausbügeln, nicht er. Ja, und er kriegt das Geld. Er hat die erste Zahlung schon bekommen. Und dafür gibt es einen Nachweis. Ja, wissen Sie was? Wieso habt ihr euch da nicht geeinigt und gesagt, wir stellen das Haus auf und er zahlt den Rest? Er wollte ja nachher nicht mehr. Können Sie das jetzt theoretisch fertig machen kann und dann zahlt er den Rest? Das können wir ja wohl über Treuhandschaft irgendwo. Ja, das klar, ja wurscht, ja, sicher. Dass das sicher ist, ja. Dass nach vorne bezahlt wird. Weil ein bisschen was ist gefrisst. Und dann wird ihm früher wahrscheinlich ein Heißenwert stehen. Die Gefühle sind vermischt, denke ich, wenn ich ehrlich sein soll. Ich wollte eigentlich nur das Geld. Jetzt sagt er, wie wir bei ihm waren, könnt ihr mir das Haus doch montieren. Ne? Ich würde es gerne, aber nur ich brauche irgendeinen Beweis. Ich will irgendwas sehen. Weil wissen Sie, leere Versprechungen, die habe ich schon satt. Das ist jetzt wurscht, ob ihr noch Freund seid oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle, gell? Ich bin auf jeden Fall. Herr Horvath, ich habe ihm das angeboten, ohne dass er etwas dafür zahlen muss. Aber dann wurde mir angeboten, die Vertragsauflösung, logisch. Na, das war davor, na, das habe ich dir vorher angeboten. Ja? Bitte lass mir das. Ich will jetzt, lass mal weg. Okay, wir könnten die Vertragsauflösung ja rückgängig machen, wenn ihr beide wollt. Na ja, klar. Und dann, also ich wäre ein Fan von dem, dass wir sagen, wir bauen fertig. Und dann, wenn Sie nicht mehr sagen, Sie wollen nicht mehr einziehen, dann verkaufen wir es. Dann hat jeder was davon. Ansonsten ziehen Sie ein und das Haus steht. Dr. Horvath will dem Hausbau noch eine Chance geben. Denn Geld kann man hier wahrscheinlich keines holen. Er hat mit mir geplaudert, als ob nichts gewesen wäre. Aber er war nicht ungut. Natürlich, er hat eine andere Sichtweise der Situation. Das ist auch klar. Schauen Sie, es ist noch immer, ich zittere, Wut. Augfressen, alles, was ich gehört habe. Man hat gesehen, sobald man ihn aufs Haus anspricht, da wird er gleich
nervös. Ob die Gegenseite das Haus jetzt fertig bauen kann oder nicht, das kann man jetzt noch nicht beurteilen. Okay, die Bodenplatte steht nicht an der richtigen Stelle, aber man kann es noch korrigieren. Klagen oder noch weiter warten? Die Entscheidung muss Tomislav Lukaschewitsch fällen. Schauen Sie, wir haben ja nicht viele Möglichkeiten. Entweder wir klagen ihn ein, das kostet Zeit, Geld, Nerven, wir müssen zu Gericht. Am Ende macht er vielleicht einen Konkurs und wir haben einen Bruchteil unserer Forderung. Und Sie haben dann fast 60.000 Euro verloren. Oder wir sagen, wir warten jetzt noch ein bisschen. Ich muss es überschlafen mit meiner Frau. Es wird wirklich sehr schwierig, eine Entscheidung dazu treffen. Aber so gleich einmal vom Bauchgefühl sagen, wird schwierig, wirklich. Circa 56.000 Euro zahlte Ehepaar Lukaschewitsch an ein Bauunternehmen. Doch nicht mehr als eine Bodenplatte bekamen sie. Neben der Miete zahlen sie an die Bank einen Kredit für den Hausbau zurück, ohne einziehen zu können. Im letzten Gespräch wurde eine baldige Hauserrichtung diskutiert. Die andere Option ist die Rückzahlung eines Teilbetrags. Nun steht ein neues Angebot des Bauunternehmens im Raum. Er meldet sich jetzt auf einmal, er hat einen Käufer für meinen Grund, für mein Grundstück, angeblich für das Haus. Ich weiß nicht, welches Haus, weil ich habe 5 Monate aufs Haus gewartet. Jetzt warte ich 5 Monate auf mein Geld bei der Vertragsauflösung. Ich weiß nicht, was er will. Ich nehme an, der hat kein Geld. Lässt sich Herr Lukaschewitsch auf den Deal mit dem angeblichen Käufer ein, gibt er damit auch seinen Grund auf. 115.000 Euro sind geboten. Tomislav Lukaschewitsch würde mit einem Minus im mehrfach fünfstelligen Bereich aussteigen. Davon würde ich abraten, weil Sie haben ja fürs Grundstück schon, ich glaube, 80.000 plus Aufschließungskosten bezahlt. In Summe 92.000. Also Sie gewinnen damit eigentlich nichts. 3.500 Euro zahlte die Gegenseite inzwischen dem Ehepaar. Bei Vertragsrücktritt einigte man sich jedoch auf eine Rückzahlung von 38.000 Euro innerhalb von 20 Tagen. Doch Geld gibt es offenbar keines. Wie tun wir jetzt weiter? Das Vertrauen ist weg. Die Bodenplatte passt nicht. Ja? Und eine Bodenplatte einfach nur so verlängern. Ich habe mit meinem Onkel geredet, der ist ja Baumeister. Sagt er, Tommy, das ist nicht das Wahre. Er soll mir einfach nur mein Geld zurückgeben. Ja, das verstehe ich schon. Klage müssen wir uns gut überlegen, weil die ungarische Firma braucht man nicht klagen, das haben wir eh schon zehnmal besprochen. Und den Geschäftsführer in Österreich zu klagen, da müssen wir schauen, ob wir da einen Durchgriff haben. Und ob der damit ein Vermögen hat, das steht auf einem anderen Blatt. Also ich kann nicht sagen, wie das ausgeht. Ich glaube, wir sollten das Ganze dem Staatsanwalt zur Anzeige bringen und schauen, ob da was rauskommt. Das kostet weniger und ich glaube, da passen viele Sachen nicht. Das kann der Staatsanwalt klären. Ich bin, was diese Sachen anbelangt, unerfahren. Beim Staatsanwalt kann man sich in einem Verfahren, wenn ein Verfahren eröffnet wird, wenn es eine Anklage gibt, kann ich mich als Privatbeteiligter mit dem Schadensbetrag anschließen. Dr. Horvath hatte versucht, eine außergerichtliche Einigung zu erzielen, bei der die Gegenseite das Haus doch noch aufstellt. Doch es spricht zu viel dagegen. Der Herr Lukaschewitsch hat sich jetzt das Ganze anders überlegt. Er will von dem Haus nichts mehr wissen und sein Vertrauen ist einfach weg. Ich glaube auch zu Recht, weil ich weiß nicht einmal, ob die Firma schon jemals ein Haus aufgestellt hat. In Österreich habe ich nichts dazu gefunden. Sie haben auch keine Berechtigung dazu. Es gibt kein Gewerbe in Österreich. Also ich glaube, ich hätte da auch kein gutes Gefühl mehr. Und deswegen werden wir den gerichtlichen Weg beschreiten. Ich sehe es nur positiv. Er ist in die Enge getrieben. Jetzt warten wir es ab mit der Klage, wie es weitergeht. Wird hier irgendwann ein Haus der Familie Lukaschewitsch stehen? Wir bleiben am Fall weiter dran.